Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ach Gott, wie lange ist das jetzt schon wieder her, dass ich ein Let's Play gemacht habe über GTA? Ich glaube, über 6 Wochen oder 4 Wochen. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ja, es hat sich einiges getan. Ja. Ja, einiges. Gut, wir schauen einmal in den Kleiderkasten mal rein. Wir haben ja da etliches... Die letzten Wochen, na, da ist glaube ich zu viel Licht, glaube ich. Gehen wir in einen anderen Kleiderkasten rein. Ja, wir haben da ein Gästezimmer auch, da ist glaube ich ein bisschen dunkler, naja, auch nicht viel dunkler. Aber schauen wir mal. Ja, ein bisschen dunkler ist schon. Wir haben da einiges bekommen in den letzten Wochen und Monaten. Da sollte man halt auch mal hin und wieder mal hineinschauen. Da haben wir einiges bekommen in den letzten Wochen. Gratis. Ja, meistens ist es unter Spezialtops da und freigeschaltetes. Ja, jeweils die dämliche Jacken auch. Aber da habt ihr das meistens alles drinnen, was wir in den letzten Wochen erhalten haben. Ja. Ja, ich glaube, ich muss mich da kurz einmal umziehen. Gut, wir sind eh alle aufgeklärt. Ja, wir Wie diejenigen, die jetzt nicht aufgeklärt sind, tut's mir leid. Ja. Wir wissen eh alle, was eine Frau hat und alles, ne? Ja. Weil es war schon so, dass ich heute schon wieder einen kleinen Rotzboom gehabt habe. Der hat mich geärgert. Ja, 50.000 in Arsch. Ja, muss ich dazu sagen. Ja, 50.000 sind 50.000, aber ja, wie gesagt. Noch einmal. Ich sag das jetzt einmal in der Allgemeinheit. Leute, ihr habt ab 120 alles freigeschalten. Ab 120. Braucht es euch gegeneinander nicht mehr anschießen, umbringen. Ganz im Gegenteil, das will sich sogar unterstützen. Ja, aber nicht mehr umbringen. Ja, es kriegt keine Punkte, kriegt keine Erfahrungspunkte mehr, kriegt nada. Ja, nada. Bringt nichts. Ja, ja. Ganz im Gegenteil, es wird noch mehr angestuft, in die, je mehr das es umbringt, desto mehr verbringt es dann in der Spaßabteilung. Ja, in der Wichsabteilung. Wenn ihr da hin wollt, braucht ihr noch ein paar Leute umbringen am Tag und das tagtäglich und das seid ihr in der Wichsabteilung. Ja. Ich habe die Ehre noch nie gehabt, weil ich habe es mit 47 Jahren nicht mehr notwendig. Ja, ich habe jetzt in den letzten 8 Jahren, seit ich jetzt das GTA-Spiel, eigentlich ist nicht notwendig gehabt, dass ich in die Lobby gehe und da umbringen, ja. Wie ich meinen Rang erreicht habe, ist ganz erklärbar. Durch Missionen, durch Kumpel, eben Casino, Raub, Berikore, Doomsday, Fleece. Ja, das sind Dinge, die wo du kennst euch aus. War nicht, ja, manche. Ich meine, mit Spaß hat es da nichts mehr zum Tun, Leute. Mit Spaß, muss ich mal ehrlich dazu sagen, hat es nicht mehr zum Tun. Ja. Mit Spaß. Ja. Weil wir wissen alle, wir brauchen alle Geld. In den GTA. Ja. So kleine Schrupen natürlich, die gehen dann zum Papa und sagen, ja, sie brauchen gut 70 Euro und kriegen auch 8 Millionen Schachkarts. Aber so einer wie ich zum Beispiel, meine, ich gehe schon arbeiten, ich verdiene schon gutes Geld. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich muss in Euro 3 manches Mal 3-mal bis 5-mal umdrehen. Ja, also ich kann mir das nicht so einfach leisten, 70 Euro. Ja, Leute. Ja, ich muss mir das da leider Gottes am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag immer sehr, sehr mühsam, ja, ersparen. Ich hoffe, dass die Woche mein Kumpel Zeit hat. An dieser Stelle, falls ihr dieses Video seht, bitte nimmt da Zeit, weil es gibt diesmal 3-mal Geld und 3-mal RP auf die Casino, ja, auf die Missionen selber und auf
Casino Rob und die Diamanten sind auch da. Also bitte nimmt der Zeit. Das heißt, wir können bis zu 2 Millionen machen. Ja. Also die Woche könnte sein, dass der Casino wieder den Berico heißt überholt. Ja. Gleich mal vorausgesagt. Ich hoffe, dass er Zeit hat. Wenn nicht, bin ich in Arsch. Ja, bin ich in Arsch. Ja. Ja, mein Berico wird auch schon langsam fad, ne? Weil, wenn du das einmal 2-3 Mal machst, am Tag, wird er das fad, ne? Und da beim Casino heißt, gibt es da ein bisschen eine kleine Abwechslung. Weil einmal hast du aggressiv, einmal hast du still und einmal hast du still. Einmal hast du leise, dann unbemerkt und das aggressiv, ne? Und dann hast du auch immer die anderen Sachen, nicht zum Huhn und alles, ne? Es ist schon ein bisschen eine kleine Abwechslung drinnen, ne? Ja, ich hoffe, dass er die Woche Zeit hat, ja, weil sonst war ich im Arsch. Gut, wie gesagt, Herz auf mit den depperten Anschießen, es bringt ja nichts, Leute. Ja, bringt ja nichts. Wir brauchen alle noch Kohle. Da war auch wenn es nichts mehr dann gab bei PlayStation 4. Ah, ich bin so froh, dass man das depperte PlayStation 5 kommt und alle wandern auf die PlayStation 5. Ach, dann ist endlich Ruhe da. Das wird eine herrliche Zeit. Dann wird eine herrliche Zeit. Weil ich habe noch keine PlayStation 5. Ja, ich habe leider noch keine PlayStation 5. Leider. Ja, und ich werde mir auch wahrscheinlich nicht so schnell eine kaufen können. Ja, weil ich kein Geld habe. Ich habe kein Geld nicht. Ja, ich bin eine arme Sau. Ich habe genauso meine Erlogscheine zum Zahlen. Ich kann nicht einfach eine Schachkarte und eine PlayStation 5 kaufen. Ich muss mir das da wirklich hart erwirtschaften. Ja. An dieser Stelle einmal gesagt. Ja. Ja, es ist so. Manche sagen, dann nimmt er das nicht so zu Herzen, dann nimmt das nicht so ernst und bla bla bla. Ja, und dann kommt das scheiß Update und dann brauchst du Kohle. Ja, und wie machen wir das jetzt? Ja, wie machen wir das jetzt? Ja, es ist klar, einfach 70 Euro in die Hand nehmen und 8 Millionen. Und du musst einmal die 70 Euro haben. Und 70 Euro waren haben wir. 70 Euro, meine Damen und Herren, ist viel Geld. Ja, 70 Euro sind immerhin in Schillingzeiten waren das gutes Geld. Ja, das waren fast 1000 bis 2000 Schilling einmal. Und in D-Mark, ja, weiß ich nicht, wie sie es in D-Mark umrechnen, aber auch waren das gutes Geld. War das gutes Geld. Ja, ja, also. Bedenkt's, meine Damen und Herren. Sagt's das euren Kindern auch einmal. Ja. Ja. Gut. Aber wie gesagt, schauen wir da mal in Kleiderkosten. Da hat sich ja einiges getan. Ja. Nein, es ist so. Ich habe mich jetzt schon wieder geärgert. Also. Ja. Und dann sagt er mir noch, das ist GTA. Das weißt du aber schon. Leute, dass das GTA ist, weiß ich. Ja, aber man kann sich trotzdem anständig aufführen. Man kann sich doch anständig aufführen. Ja, das weiß ich. Ja, man kann sich trotzdem anständig aufführen. Ja. Und wie gesagt, ich kann mir leider das nicht leisten. Ich muss da das leider jeden Euro muss ich umdrehen, ja, das Level hat auch gegeben, in den letzten Wochen. Ich muss jeden Euro 5-mal umdrehen, ja. Ja. Das ist jetzt kein Spaß, meine Damen und Herren. Ich verdiene gut, ich bin Lagerarbeiter in einer Lebensmittelfirma, ja, aber ich habe genauso meine Zahlungen, ja, Zahlungen wie Strom, wie Benzin, Lebenserhaltung, ja. Ich habe genauso meine Versicherungen zum Zahlen, ich habe das Handy zum Zahlen, ich habe Internet zum Zahlen, ja. Einen Kredit habe ich rennen, Kredit habe ich auch rennen, Inkassorechnungen habe ich auch, weil es eben immer knapp wird, ja, weil es einfach auch manchmal nicht geht, ja. Ja, unterm Strich bleibt man
Gott zum Leben. Gott zum Leben. Ja, Gott zum Leben. Also das muss ich mal ehrlich damit einmal hier einmal sagen, weil viele glauben, ja, man ist ja Millionär. Ja, 70 Euro oder. Ja, es gibt diese Game Booster, aber nur, ja, Leute, ich weiß nicht, ob das nicht irgendwas trotzdem, ich bin ein vorsichtiger Mensch, ja. Aber wie gesagt, da müsst ihr einmal in Kleiderkasten auch einmal einen Blick werfen, ja, sage ich einmal, Oberteile und eben, meistens sind die Spezialtops, da müssen Spezialtops und in den Freigeschaltenes hineinschauen und da kannst du es dann durchschauen, die was die Leiberl suchen. Dann haben wir die Dekoration, diese Dekorationen sind das hier, diese Bilder. Ja, diese Bilder hier, Dekoration. Ja, die Whiskyflaschen da nicht. Aber diese Bilder da sind Dekorationen oder Statuen. Wo sind Statuen? Wo ist da ein Stein? Diese Statue, diese Löwenstatue, ist eine Dekoration. Diese Statue, dieser Affe hier, den gibt es übrigens 0 Euro. Um 0 Euro gibt es den. Ja. Und diese Figur da und ja, und es gibt dann auch noch andere, oder war das am PC, dass ich das hab? Ja, kann sein, dass ich es am PC hab, weil flüchte schon langsam auf dem PC, weil da habe ich ein Mod-Menü und alles. Ich habe nie geglaubt, dass ich mit Modden anfange, aber die Herrschaften haben mich dazu gemacht, zu dem. Gut, da habe ich dann nichts mehr mit Dekoration. Wenn ihr das kauft, gibt es da hier das Penthouse Management und Dekoration platzieren. Das heißt, hier habt ihr da das Schlafzimmer, Eingangshalle, Gästezimmer. Das heißt, hier könnt ihr das auch kaufen. Ja, da gibt es ein paar Sachen, was auch 0 Euro sind. Da müsst ihr aber jetzt selber durchklicken. Gekauft wird mit Chitons. Gekauft wird mit Chitons. Ja. Ja. Jetzt angenommen, ich will diese Vase hier, muss ich 12.250 Chitons haben. Und unten den kann ich auf L1 auf vorige Platz oder R1 am nächsten Platz platzieren. Ja. Da geht es halt dann so durch. Ja. Wo du das halt hin platzieren willst. Ja. Und das funktioniert halt mit allem anderen auch. Ja, aber wie gesagt, es wird gekauft mit Chitons. Soll es angeblich diese Woche auch Aktionen sein. Ihr könnt also, wie gesagt, hier gleich in Penthouse Management einsteigen. Es gibt auch dafür den Blackjack-Tisch. Ja. Könntest du auch was machen? Da könntest du auch da diesen Blackjack-Tisch könntest du auch ändern. Ja, den 3-Card-Poker Blackjack, da könntest du das dann auch ändern. Ja, ich hab da noch nichts gekauft, deswegen geht das noch nicht. Ja, deswegen kann man das hier noch nicht umstellen oder wird auch nicht gezeigt. Das ist einmal die erste Möglichkeit, wie ihr das umstellt mit den Dekorationen, weil heute schon gefragt worden ist, hey, es gibt heute von der Penthouse mehr Penthouse-Dekoration was, wie kann ich das machen? Ja, nicht Penthouse-Platzierung, ja, und da kannst du das da eben machen. Das wäre mal die Möglichkeit 1. Das wäre mal Möglichkeit 1. Ja. Es gibt dann natürlich auch eine andere Möglichkeit. Ja, die Ladezeit. Heute werden wir nicht schneiden. Nach langer Zeit wird es
Video dann nehmen und aufladen. Scheiß drauf. Ja, wie gesagt, ich habe noch nicht die 5er Playstation. Bei der 5er war das ruckzuck gegangen. Wollt ihr dann natürlich andere Dekorationen wollt, müsst ihr da bei der netten Dame vorbeigehen und hier da schauen. Ja, da gibt es auch diese Sachen. Ja. Aber wie gesagt, da gibt es Wandwerke. Könnt ihr euch das gerne da noch anschauen. Wie gesagt, das sind an und für sich in Aktion. Ja, laut Rockstar Games sind die in Action. Ja, also da gibt es etliches. Da zum Beispiel beim Blackjack-Tisch gibt es dann auch. Hier, Blackjack-Tisch. Gibt es da auch verschiedenes, könnt ihr euch da auch aussuchen. Wie gesagt, 125.000 für Tons, 130.000, 135, 150, 120. Ja. Ja, der ist nicht geschmackig. Der Liberty ist nicht geschmackig. Der ist nicht geschmackig. Ja, könnt ihr euch da auch kaufen. Ja, Die-Card. Gibt's da auch verschiedene Motive. Das ist allerdings nicht in Aktion. Ja. Das kostet eben das. Ja. Wie die 175.000 zusammengehen, geht's dann holt euch. Das dreimal einloggen und auslocken und holt euch das Geld. Und so kriegt ihr die 165.000 oder was. Oder holt euch drei Tage hintereinander einmal 50.000, weil 50.000 ist ja das Limit. Und bei 175 müsst ihr viermal halten. Waren es wirklich nicht Gänge. Ja. Und da gibt es auch diese Motive, wie gesagt, da gibt es diverse Dekorationen, die sind halt da in Aktion. Ja. Das sind die Dekorationen. Ja, sind recht nette dabei. Sind auch ein paar 0 Chitons dabei. Die haben wir in der Zwischenzeit da schon geholt. Die waren auf 0. Ja. Also. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen was ja da dabei. Ja. Also da sind das die Dekorationen. Das sind in Aktion. Ja, wie gesagt, der eines 80er ist hier am Podium. Von vielen gehasst, von mir geliebt. Ja, von vielen gehasst und von mir geliebt. Warum? Naja, der Ennis 80 Jahre her. Er ist zwar sehr teuer, aber er hat das Knatschige, die depperten Knatschsachen da vorne nicht, ja, was die anderen haben nicht. Er ist nicht lang gezogen. Ja, er ist nicht relativ groß, er ist genau das Richtige für einen Formel 1 Fahrer. Ja, was die anderen da, das ist alles langgezogen, das ist alles da vorne, das ist alles in Arsch. Ja, das ist alles, das braucht kein Mensch da, das da vorne, ja. Das da vorne, das braucht kein Mensch und das hintere da genauso, den Scheiß. Braucht kein Mensch, ja. Und das ist halt. Darum lieben ihn nicht viele, aber wenn sie ihm auftunen, naja, können wir schon mal einen Niki Lauda oberlassen, oder einen Michael Schumacher, oder einen Nigel Mansell. Gut. Ah ja, wenn die liebe Dame, die Frau Angela Becker anruft, die liebe Frau Angela Becker, ihr habt da das Rockstar, diese Missionen,
glaube, dass es da waren. Diese Casino-Aufträge hier, die sind dieses Mal dreimal RB und dreimal gutes Geld. Ja, Wertung 0. Wertung Casino, ungleiche Chancen 0%. Ja, das ist natürlich ein bisschen komisch, aber auf Sieg spielen und dieses Casino hier gibt es dieses Mal dreimal RB und dreimal gutes Geld. Und selbstverständlich auch, wenn der Herr Lester anruft, mit dem Casino-Raub allgemein, ja, habt ihr auch gutes Geld diese Woche zu erhalten. Und dann natürlich meine Stunt-Rennen, was ein eigenes Video kommt, ein drittes Video, allerdings werde ich euch alle zeigen. Ja, da habe ich schon alle da gefahren. Die werde ich wahrscheinlich über den PC machen, werden wir dann sehen. Allerdings unkombiniert, weil man soll echt dafür sagen. Ja, da werde ich einmal alle Rennen einmal zeigen und dann schauen wir mal, was wir zusammenbringen können. Und RB. Zweimal RB und zweimal gutes Geld. Ja, dieses Stunt-Rennen. Ja. Bitte mit den Kumpels fahren. Ja. Diese RP-Stunt-Rennen. Einfacher geht es natürlich, wie oft haben wir das schon gemacht, eine Spielerliste erstellen. Ja, eine Spielerliste erstellen mit den sämtlichen Stunt-Rennen. Ja. Stunt-Rennen, ja. Warte mal, haben wir die irgendwo da, irgendwo habe ich eben, in Liste 3, glaube ich. Ja, auf jeden Fall wisst ihr, was ich meine mit den Stunt-Rennen, da eine Liste erstellen. Okay, dann hat mir mein Schatz jetzt gelöscht, glaube ich, meine Frau. Meine Liebe, da Stunt. Stunt-Rennen, ja. Ah, da sind sie, Stunt-Rennen, da. Einfach ein Stunt-Rennen, eure Lieblings-Stunt-Rennen heraus. Suchen und eine Spielerliste erstellen. Ich glaube, das habe ich euch eh schon oft genug gesagt, wie das geht. Boah, der hat immer zu sagen, ja. Wie gesagt, Stunt-Rennen, Casino, ja. Vespucci-Job, das kannst du auf die Hirn picken, sage ich da. Spielt kein Mensch mehr, außer ja, doppelt Geld. Gut, dann schauen wir mal. Ein kräftiger Dreh war das. Nur kein Level, bitte nur kein Level. Ja, 20.000 Tons nehmen wir. Ja, die Level, die gingen wir schon irgendwo am Arsch vorbei. Ja, die Level. Die kriegst du nicht nur bei Rockstar Games, die kriegst du dann auch noch da am Glücksrad dann nicht bei einer. Ja. Ja, das war's eigentlich. Ja. Das war's eigentlich. Ja, jetzt noch die Vorzeige. Da habt ihr schon gesehen. In Diamant Casino, da haben wir einen Strider. Ja, der was gegen Geländewagen, Geländefahrten macht oder Staunfahrt macht. In Sonnenuntergang oder gerne oben in Paletta Bay unterwegs ist, ja, in der Sandwüste. Ja. Kannst nehmen. Wie gesagt, da hast du auch wieder etwas zu erfüllen, und zwar, wenn es denn. Du musst wahrscheinlich ein Fluchtfahrzeug im Casino nehmen. Ja, das Fluchtfahrzeug musst du nehmen. Dann sollst du halt 301, 500 oder 402. Trotzdem noch immer zu teuer um den Preis, ja. Ja, trotzdem noch immer zu teuer. Dann den Komodo, ja. Komodo, ja. Ja. Ist eher was für die Sammler, würde ich mal sagen. Für Los Santos direkt selber, ja. Es ist halt
eher was für die Sammler. Außer für Los Santos eher weniger, wie gesagt. Der Strider und der Komodo. Oh, das war. Und der Enes ist, wie gesagt, der da am Podium. Und 2,5, also da haben sie sich wirklich das mal bemüht. Der Grotte Italy. Naja, ganz ehrlich gesagt, mir gefällt der nicht. Die Schnauzen da wieder da vorne, das ist so hingeschissen. Das ist auch so hingeschissen, aber ja. Der auf einem Sportwagen unbedingt steht und 1,1 Millionen hat, sie es kaufen. Ja. Aber das da vorne ist ein bisschen hingeschissen, ja, in meine Augen. Also, ja, gefällt mir nicht. Das ist. Gefällt mir einfach nicht. Das ist. Heißt ja nicht, dass wenn mir das nicht gefällt, dass euch nicht gefällt. Der Pegasi Torero nicht zu verwechseln mit dem Torero, der hat Torador, ja, er schaut genauso aus und kostet nur 698. Das ist eigentlich der Zwillingsbruder, ja, vom Torador aus, eigentlich. Das ist der Zwillingsbruder eigentlich, nur dass er halt noch fahren kann, nicht schwimmen kann, nicht schießen kann. Afox Auto, das ist eigentlich der Zwillingsbruder, ja, 698.000 Flocken, ja, hier die letzten drei Ausführungen, also wie gesagt, das ist der Zwillingsbruder, ja, nur dass er halt nur fahren kann, er hat keine Funktionen, ja. Ja, und das war's dann eigentlich schon wieder mit den Aktionen. Na gut, was sollten Chancen haben? Ja, wie da zum Beispiel der JP hat auch etliche Zwillingsbrüder. Was sollten sie da Chancen haben? Ja, wie gesagt, der Mann. Casino. Schauen wir mal, ob es da auch was gibt. Ob es da auch was gäbe. Ah, da gibt es auch. Ja, die Form. Also die Einrichtungen auch. Ja. Sind auch in Aktion. Ja. Tapeten hier auch verbilligt. Ja. Sind auch verbilligt, also auf Penthouse. Ich sage mir eins, diejenigen, die was noch kein Penthouse haben, sollen es lassen. Ja, sollen es einfach lassen, ja, also. Das ist, es sind 4 Millionen gesamt, ja, also. Wenn ihr das alles kauft, da, ich habe schon alles, ich habe alles freigeschaltet, da. Kommt um die 4 Millionen nicht um, ja. Das sind einmal, ja, diejenigen, die das noch nicht haben, den Grundriss und das alles, weiß ich jetzt nicht genau, was zahlt. Ja, aber seht ihr schon, das kostet 103.000 nicht. Das Umwandeln da, ja, das sind einmal, da war ich da, das Stille, wo man einen anderen Stil da macht, ne? Jungstil, natürlich. Ich meine, ja, momentan darf es mir da 46.000 kosten, aber wenn du das erste da hinten nimmst, waren das 126. Ja, hinterher, glaube ich, gibt es da eh nichts mehr. Ja. Aber diejenigen, die das noch nicht haben, sollen es lassen. Sollen es einfach lassen. Ja, das sind nur für die Leute, die was das haben, ja, und ich ganz ehrlich gesagt, lassen wir es gut sein. Gut, jetzt aus Andreas.
Ja, da müsst ihr auch wieder was erfüllen. Da müsst ihr wahrscheinlich ja das Casino ja Raubüberfall Finale mit dem machen. Und dann kriegst du dann unter 1 Million. Unter 1 Million. Ich sehe auch was für, nur für Geländefahrten und dafür die, was hinten sind im Palett dabei für die Wüsten. Ja, aber Straßenfahrzeug direkt hätte ich nicht sagen. Ja, wenn man gerne im Gelände unterwegs hat oder in der Wüste hinten in Paletto Bay, ja, in den staubigen Paletto Bay, ist das natürlich kein Problem. Also, da könnt ihr gerne solche Fahrzeuge nehmen. Ja, da könnt ihr euch so einen annehmen, einen Bagge. Ja, das sind die optimalen Wangerl. Ja. Ja, da gibt es eigentlich nicht viele Aktionen mehr. Ja, es ist diese Woche eigentlich sehr dürftig. Ja, sehr dürftig. Eine sehr dürftige Woche. Eine schwache Woche. Naja, gut. Casino. Casino, Stuntrennen, ja, okay. Ja, Stuntrennen, Casino, ja, okay, Stunt. Das Casino, okay, ja, kann man lassen. Aber Gebäude, glaube ich, gibt es die Woche keine Aktionen. Hangar. Nachtclub. Spielhalle. Clubhaus, nix. Und Basis, nix. Und da nicht Bunker, glaube ich. Nein, diesmal gibt es überhaupt nichts auf der Messbank. Messbank. Ja, schauen wir mal. Ein Wastock noch einmal. Wie gesagt, das ist der Toreador. Ja, Wahnsinn. 3 Millionen kostet und der andere nur irgendwas, auch unter 1 Million. Sehr Wahnsinn. Da das James Bond Auto auch, das GP 700, ist ja auch ein Wahnsinn. Ja. Aber ja, das ist typisch Rockstar. Und da gibt es die Wochen anscheinend auch nichts. Ja. Dass man für einen Kipplaster 1 Million verlangen kann, ist ja ein Wahnsinn. Wahnsinn! Man für einen Bus lasse ich mir so einreden. 1 Million, okay, das lasse ich mir einreden. Ich meine, ist auch noch überteuert. Ja, für die zwar. Aber für einen Kipplaster 1 Million. Naja! Naja! Na, was, da kann man das mit nix. Arena, wo brauche ich gar nicht schauen, weil da haben wir glaube ich eh nichts. Aber gut, ich schaue trotzdem. Da haben wir nichts. Schauen wir die Wochen durch die Finger. Litas, glaube ich, haben wir auch nichts. Ja, Freunde. Nein, das, was am Anfang da gesagt worden ist von mir, es ärgert dich halt ein bisschen, nicht? So, wie gesagt. Viele muss ja das erst einmal bewusst werden, ja, man. Ja, das ist eben Geld ist, viel Geld. Ja, natürlich gibt es auch Prämienrennen. Natürlich gibt es ein Prämienrennen, okay, die habe ich jetzt nicht falsch gehört. Es gibt dann noch 3 Prämienrennen. Auch noch, aber die habe ich jetzt nicht freigeschaltet. Oder eingeblendet. Gut, fassen wir zusammen. Wir haben 3x RB auf die Casino-Missionen und Casino-Raub, 3x RB und es gibt die Diamanten. Die Diamanten, also ihr müsst den Lester einmal kontaktieren.
Da, diesen Lester hier. Ja, diesen Lester hier. How can I be of service? Und einen Raubüberfall. No, ja, in dem Fall ich noch einmal spielen oder. Wohlgemerkt 25.000 oder kostet der Auftrag. Dann müsst ihr ein paar Vorbereitungen machen, ausspähen. Dann wisst ihr gleich, um was geht. Ja, wenn man Bargeld, Kunstwerke oder um eben um Koks oder um Diamanten. Ja, also diese Woche gibt es Diamanten. Dreimal RP und dreimal gutes Geld. Und wie gesagt, diese Casino-Missionen, Jobs, Jobspielen von Rockstar erstellt. Missionen und sie sind dann eh gleich hier angeführt, dreimal RP und dreimal gutes Geld. Wie gesagt, ihr müsst zu zweit sein, kann man leider nicht alleine machen. Zwei Leute müssen das leider machen. Ja. Wäre mir eigentlich auch lieber, wenn ich das alleine machen könnte, weil es gibt ja Leute, die verhunzen ja das auch gleich. Die sind zu deppert, zu blöd für das, ja. Und dann diese Stuntrennen. Eben unter Stuntrennen. Ja, eine Spielerliste erstellen. Um zweimal RP und zweimal gutes Geld zu erhalten. Wir sollten dann normalerweise auch ein T-Shirt freigeschaltet bekommen, also in euren Kleiderkasten bitte schauen. Ja. Wie gesagt, habe ich euch jetzt gesagt, in etwa was es sein könnte. Gut. Dann wie gesagt, das Penthouse Dekoration. Ja, eben. Diese Penthouse-Dekorationen, Casino, die Penthouse, ja, eben Farben und Stile und die anderen Sachen halt auch. Wie Bilder, eben, ob es dieses Interaktiv-Menü öffnet ist oder da hinten bei der netten Dame. Gut. In dem Sinn, haut rein und ich hoffe, wir hören sich bald wieder. Und jetzt rauchen wir mal eine. Ja, ich muss sagen, Alter, ist der jetzt durch mich durchgegangen. Ja, wie gesagt, das ist die PlayStation 4 Version heute. Auf PC, die hätte mich nur ein bisschen leicht auf Seiten gestoßen. Naja, wie gesagt, ich habe noch nicht die 5er Playstation. Ich bin ein armer Sauer und außerdem gibt es sie noch nicht zu kaufen, war nicht sofort zu bestellen. Ja, ich kündige auch gleich an, dass es wahrscheinlich erst sein wird, dass ich mir erst, auch sollte es dieses Jahr noch was werden mit der Playstation 5, dass wir sie kaufen können, erst bei mir erst nächstes Jahr soweit ist. Und mit der 5er Version genauso. Auf GTA, das kündige ich hier gleich einmal an. Oh, macht doch nichts, dann haben wir wenigstens unsere Ruhe hier auf der PlayStation 4, weil da können wir dann geschmackig alles durchgehen, geschmackig durchgehen, ja, in Ruhe, brauchen wir nicht immer umstellen auf 800, weil das wird eh was werden auf der 5er PlayStation. Ich hoffe, dass da den MTU auch wird, der da zum Umstellen geht, weil das ist ja dann das Chaos pur. Gut, in dem Sinn, Leute. Das Leben ist beschissen, aber nicht hoffnungslos. Aber eines, bleibt gesund. Das ist das Wichtigste von allem. Ja, was so ist, ist eh noch scheiß Geld. Aber trotzdem, dieses scheiß Geld ist halt leider Gottes auch ein Jammer. Okay, gut. Haut rein und bleibt sauber.